Gemeinsam mit unseren Partnern und einem Betriebsnetzwerk von engagierten Landwirtinnen und Landwirten untersuchen wir die Nährstoffflüsse im Kanton Luzern. Hallo zusammen, mein Name ist Thomas Steinsberger. Ich bin der wissenschaftliche Projektleiter der Versuchsstation Nährstoffflüsse im Kanton Luzern. Ich bin der Seraphim Martig, technisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter und verantwortlich für die Feldarbeit. Wir möchten herausfinden, was genau in die Tiere reingeht, im Sinne von Stickstoff und Phosphor, und am Ende auch herausfinden, was wieder an Nährstoffen auf die Felder gebracht wird. Hierfür verwenden wir bei den Hofdüngern hochmoderne Technologie. Dieses Nahinfrarotspektrometer misst die Gülle beim Vorbeiströmen. Mehrere hundert Einzelmessungen pro Minute werden dabei durchgeführt. Die Parameter sind Gesamtstickstoff, Ammoniumstickstoff, Phosphor und Kalium. Zusammen mit den Futtermitteln können wir mit den Hofdüngerwerten Rückschlüsse auf die einzelbetriebliche Nährstoffeffizienz schließen und somit einen Beitrag zur Erreichung der Umweltziele leisten.